Hey ho Leute und willkommen zur ersten Folge des neuen Guild Wars 2 Let's Plays mit meinem neuen Charakter, einem Magier. Ich werde euch auch gleich alles dazu erklären. Nochmal von mir gesundes neues Jahr. Und ja, alle weiteren ja, Neujahrsgrüße und so habt ihr in meinem anderen Video schon gesehen, was heute Nacht rauskommen sollte. Sozusagen, falls ich es nicht vergesse oder irgendwelchen Blödsinn mache. Mehrere Sachen gleich vorab vom Let's Play. Ich habe vom Full Let's Play her werde ich ein paar Einschnitte machen. Und zwar, ihr seht ja, ich habe den Charakter jetzt schon erstellt. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe beim ersten Mal wirklich eine Dreiviertelstunde und länger gebraucht, den Charakter zu erstellen. Das habe ich diesmal komplett für euch weggenommen. Das heißt, ich verschwende keine Folge damit, jetzt halt den Charakter zu erstellen. Wir können sie uns mal von etwas Näherem anschauen. Ich kann leider nicht weniger ranzoomen. Also es gibt hier bloß diese Zoom-Stufen hier, hier und dann ist schon so. Das geht leider nicht anders. Und zwar kann ich mal auf H drücken. Das seht ihr. Eigentlich soll das Kostüm so aussehen. Es ist aber mir zum Beispiel jetzt lieber, dass das Kostüm von ihr jetzt so diesen leichten Touch hat. Zum Name. Sie heißt, jetzt muss ich ganz kurz, Eleonora Fiori. Ist ein Adliger der Menschen. Frau, wie man sieht, halt ganz klar. Das Kleidungsset ist übrigens das imperiale Kleidungsset. Ich könnte jetzt noch ein paar andere zeigen, aber das imperiale ist halt so das Schöne. Ihre Geschichte, deshalb habe ich auch, sozusagen das Intro übersprungen. Sie steht für absolute Gerechtigkeit und ist nach Shemor ausgezogen, um halt die Menschen, nachdem sie von dem Angriff gehört hatte, um die Menschen dort zu schützen. Das ist uns auch gelungen, bla bla bla. Ihr kennt ja das ganze Intro aus der Menschenwelt, das hoffe ich, denn ich hab mich eines Tricks bewandt, den ich euch dann auch einfach mal ganz kurz noch mit erklären möchte jetzt. Und zwar, wenn ihr im Menschenstadtgebiet, es müsste eigentlich mit jedem Stadtgebiet gehen, einfach direkt zu dem Punkt lauft, gleich von Anfang an, scheißegal mit wem ihr redet, ihr müsst mit niemandem reden, einfach direkt dahin laufen, wo die zwei Hände, diese riesen Dinger sind, die man dort als Endboss des Intros hat. Und wenn ihr dort direkt hinlauft und entweder bekämpft gerade jemand oder es kämpft gerade jemand auf dieser Brücke davor. Das ist immer so. Und in diesem Moment, wo ihr dort ankommt, im besten Fall explodieren die Hände gerade, dann kommt ihr in der Nähe davon an. Und, also ich kann es euch auf der Karte zeigen, und zwar, man fängt ja hier oben an, ihr lauft dann gleich hier runter, springt hier nach unten und geht diesen Weg hier außen lang. Hier hinten ungefähr sind die Hände und spätestens ab hier, falls jemand die Hände besiegt oder halt gerade dagegen kämpft, zählt es auch für euch. Das heißt, ihr könnt schon hier stehen, jemand macht die Hände kaputt, bumm. Nicht mal eine Minute habt das Intro durch. Kann ich jedem empfehlen, für einen Keyrun sind Menschen eigentlich so das Schnellste, was er machen kann. Deshalb, ja, ist empfehlenswert. Und aus dem Grund, das Intro ist für uns jetzt eigentlich von vollkommen belanglos, da ich ja eine andere Story sozusagen für sie habe. Sozusagen von Grund auf her ist halt ihre Story zwar irgendwo gleichbleibend, weil ich ja die Story der Menschen und so nicht ändern kann, aber sozusagen ihre Vorgeschichte mit dem Ich bin Mensch, früher beherrschten wir ganz Tyria und bla bla bla. Das wollte ich halt nicht haben, sondern habe ihr halt eine eigene Geschichte gegeben. Und sie steht verkehrt rum. Und ja, sie ist halt in Kooperation mit Sophia entstanden. Die werdet ihr später mal noch kennenlernen. Wir werden uns auch eine eigene Gilde gründen. Die kommt dann hier direkt auf Platz 1. LOH werde ich nicht verlassen. Wird aber halt so sein, dass ich dann halt auch möchte, dass zum Beispiel dann hier ein SDB mit reinkommen. Aber ich möchte euch halt auch zum Beispiel mal dabei haben, wenn wir eine Gildenhalle bauen, komplett von Grund auf, mit Schreiber und allem drum und dran. Auch dann zum Beispiel mal ein paar Gildenmissionen, wo ich mir nicht Gedanken machen muss, hat jetzt jemand was dagegen, darf ich jetzt aufnehmen, weil jeder, der dann bei der Gilde mitmacht, weiß, ich nehme das auf. Bei Guildmission, also ich kann das aufnehmen und dann gibt es auch da keine Probleme. Des Weiteren, ja, am Kostüm habe ich jetzt ein bisschen rumgebastelt, auch die Farben.
Frisur kann ich euch zeigen. Habe ich hier oben gebastelt. Ja? Wieso? Alles läuft wie geschmiert. Ich sollte ein Dankgebet sprechen. Und hinauflaufen. Ich bin eigentlich so richtig gehypt, jetzt den Mage zu spielen. Ich habe sie hier im Tutorial schon gespielt. Und ich habe halt wirklich vorher mal jede Klasse nochmal angeguckt, was ich halt am liebsten spielen würde. Ich hatte ja schon meinen eigenen Kommentar halt selbst dann genommen. Ich wollte noch zwei andere Vorschläge nehmen, aber mir hat halt der Mage am besten gefallen. Und deshalb bin ich dann mal mit dem Mensch halt gemacht. Frau, weil es sollte ja eine Gräfin werden oder eine Adlige. Und ich habe dieses komplette Umwandlungskit halt benutzt. Ich ziehe mal die Klamotten aus. Jetzt muss keiner schreien, sondern einfach nur hingucken. Und zwar beim Kopf, das müsste ihr Gesicht sein hier, also das hier unten. Ich habe dann bloß noch ein bisschen an der Nase rumoperiert, am Mund ein bisschen rumoperiert, dass sie nicht solche Monsterlippen hat. Haare hat sie. Nicht diese Haare, es müssten diese hier sein, genau. Die hier oben bekommen. Haarfarbe sieht man, kann ich aber nochmal zeigen. Es ist diese Traube. Also Haarfarbe, sie sieht man auch hier, genau, hier ist noch Haar ringsrum. Ja, Augenfarbe hat sie bekommen, Himmel. Passt eigentlich ziemlich gut. Sie sieht gütig aus. Nicht streng. Also es gibt auch andere, wo man sagt, wow, Alter, chill mal. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ihr halt die Lippen ziemlich klein gemacht. Das ist, die waren vorher, wenn ich es so standardmäßig mache, hier so richtig, ich weiß gar nicht, die waren, glaube ich, hier irgendwie. Und die Oberlippen auch irgendwo sind in den Dreh. Ich fand, das sieht halt dann zu extrem aus. Kinn, ich habe ihr Schuhmacherkinn weggemacht, was er hatte. Und ja, ihr seht da hier Kinnlänge. Alles noch ein kleines bisschen verändert. Falls ihr zum Beispiel mal gucken wollt, wie ihr euren Charakter verändert, ohne direkt das Kit zu öffnen. Ich meine, das verschwindet ja dann dadurch ja nicht. Dann könnt ihr auch halt einfach dann euch hier herstellen, gucken. Zum Beispiel, falls ihr euch fragt, an welchem Charakter würde es sich lohnen, geht ihr einfach zu diesem Händler hier und könnt euch dann angucken, ob es sich lohnt, überhaupt so ein Kit zu kaufen. Weil die Kits, wenn wir gucken mal hier, so ein Umstyling-Kit, wo ist es? Ist vielleicht bei Hilfsmittel dabei hier. Ja, Frisur-Styling-Kits. Komplettes Umstyling-Kit, das kostet 350. Ich meine, 350 sind auch mal so 2, 3 Euro. Muss man nicht unbedingt ausgeben. So, ich habe das halt mit Sophia erstellt. Haarfarbe ist meins, Augenfarbe eigentlich auch so. Frisur hat sie mit ausgesucht, Gesicht eigentlich auch. Das Kleid, ja, das muss ich mal gucken, ob das dann so passt. Aber wie gesagt, die ersten paar Folgen, ich werde es so machen, ich werde ein paar Folgen vorproduzieren. Ich wollte zwar den ganzen Monat Januar vorproduzieren, aber das ist halt auch wieder dämlich für mich, weil ich weiß nicht, kommt im Januar vielleicht schon eine neue Story oder irgend sowas in der Art raus. Und ich möchte auch nicht dadurch, dass ich ja Livestream möchte ab Januar, wenn das dann mit dem Internetanbieter geklärt ist, möchte ich halt dann auch irgendwie beim Livestream nicht auf einmal einen Charakter haben, der schon Level 30 ist oder Level 40 im Endeffekt, weil ich so viel vorproduziert habe. Und ihr seht im Let's Play gerade mal einen Charakter, der ist Level 10. Also das möchte ich halt auch nicht haben. Des Weiteren die Regeln. Ich werde alles mit zeigen, bis auf zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier oben an die Bank stelle und 10 Minuten dort, mal übertrieben gesagt, dort das Bankfach aufräumen oder irgendetwas derartiges. Das möchte keiner sehen, das ist langweilig, deshalb wird das zum Ich Beispiel bin reich, rausgeschnitten. wisst ihr? Das Crafting wird komplett gezeigt. Wenn wir halt dann von Anfang bis Ende irgendwas Grüß euch. durchcraften, wird komplett mitgezeigt. Eine Legendary, ich glaube, den Fokus kann sie mitverwenden, wenn ich das möchte. Aber es ist auch geplant, dass wir halt auch eine komplette Legendary komplett neu bauen. Das heißt, wir werden uns entweder einen Precursor über eine Quest machen und dann die Legendary fertig bauen. Aber auf jeden Fall werden wir 100% der Map erforschen. Wir werden eine Legendary bauen. Wir werden Fraktale laufen. Wir werden Dungeons alle mal durchgehen im Story-Modus und so weiter und so fort. Also da wartet viel Arbeit für das nächste Jahr oder nächsten Jahre auf uns. Oder halt mich. Und für euch ist es dann bloß schön zum Ansehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aufräumen würde, das würde halt rausgeschnitten werden. Wenn ich irgendwas suche, irgendwas verkaufe im Shop oder so, vielleicht nicht unbedingt, aber
Ich muss nicht alles zeigen. Was ich auch definitiv rausschneiden werde, was vielleicht manche als interessant empfinden, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt hier komplett die Hauptstädte erforsche, wie jetzt Götterfels, dann würde ich noch Löwenstein mitmachen. Das würde ich eigentlich nicht wollen, dass ich das aufnehme, weil das ist im Endeffekt, selbst wenn ich es aufnehme, bin ich, sagen wir mal, 10 Minuten, 20 Minuten hier beschäftigt, dann in der schwarzen Zitadelle 10 Minuten, 20 Minuten. Sagen wir mal, hier ist ja von 20 Minuten aus. Dann hat man hier 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Hauptstädte, die man erforschen muss. Und ganz ehrlich, das sind 2 Stunden, die einfach weg sind. Das wäre jedes Mal zum Erforschen eine Folge und das möchte ich keinem antun. Deshalb werde ich die dann einfach dann, bevor ich das Let's Play so richtig beginne, jetzt sozusagen nach dieser Aufnahme, die ich jetzt dann bald beende, einfach dann mal alles erforschen. Und ich möchte auch zum Beispiel jetzt, ist derzeit bei Festival, wieder mal festlicher vor Wintertag. Also Wintertag ist wie immer dasselbe. Es gibt wieder das mit diesen Spielzeugsoldaten und den Plüschgreifen und sowas. Und das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr wieder mitnehmen. Und das heißt, das könnte sein, dass ich das einfach dann mit ihr nebenbei ein bisschen diese Plüschsoldaten sowas mache oder halt mit anderen Charakteren. Dadurch möchte ich halt auch jetzt nicht unbedingt so viel vorproduzieren, weil es hält mich dann halt auf, bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel habe ich nicht jeden Tag so viel Lust, dass ich mich hinsetze und dann stundenlang wirklich dann mich hinsetze und ja, halt hier alles angucken möchte. Wer es findet, darf es behalten. Ah, okay. Ich glaube, den Titel habe ich sogar schon. Ja, hier. Ist halt im Endeffekt wie immer alles dasselbe Nonsens, den man schon mal hatte. Gut. Dann habe ich eigentlich auch alles schon erklärt, was ich erklären wollte. Gilde, die gründe ich noch demnächst mit Sophia. Das nehme ich euch vielleicht gleich mit. Wir können auch mal gucken. Ministerin irgendwas? Waldhain? Wo ist denn meine Wache? Ich möchte mal Ministerialwache. Kann ich dich nach dem Weg fragen? Nein. Meldet alles verdächtige Treiben. Wegbeschreibung zum Güter und Dienste. Wohnviertel. Güter und Dienste. Wir müssen Ebbe und Falke unterstützen. Wenn wir keine Truppen schicken können, dann wenigstens Diplomaten. Das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt so blöd oder woran liegt's? Sie würden Land verlieren, das ihnen seit langem gehört. Sie haben dafür gekämpft und es hat Tote gegeben. Und es wird weitere geben. Ich find's nicht, um Gottes Willen. Na, ist okay, das suche ich dann mal nebenbei mit raus. Vor der nächsten Folge. Wie gesagt, Map zu 100% erforscht. Alte Map wie neue Map, soweit wir es halt hinbekommen. Also, wir fangen dann an in Götterfels. Akzeptiert das. Mein, hört mal auf zu labern, ist ja grauenvoll. Okay, jetzt darf das ruhiger sein. Wie gesagt, ich fange an, dann die Hauptstädte jetzt zu erforschen. Und bis Level 10 müsste ich ja sowieso leveln, ohne irgendwas. Und dann halt die Maps würde ich dann noch aufdecken hier. Mit Königinthal würde ich anfangen, weil halt Startgebiet der Menschen. Dann auf jeden Fall immer, wenn es geht, werde ich eine Hauptstory-Quest machen. Und dann immer auf dem Weg dahin alle Sehenswürdigkeiten, alles mitnehmen. Sodass wir halt am Ende erstmal Kryta komplett erforschen. Und dann je nachdem, wenn uns dann zwischen den Hauptmissionen immer noch Gebiete fehlen, einfach dann zum Beispiel, sagen wir mal, wir schaffen jetzt mit dem Königental nur Level 9, würde ich anfangen, bis Level 10 dann hier zum Beispiel Ascalon zu erforschen oder halt bei den Silvari oder halt dann wie auch immer. Also alle Stadtgebiete, wirklich die komplette Karte. Zum Glück müssen wir nicht mehr im WVW dann alles erforschen. Es ist im Endeffekt wirklich nur noch die alte Guild Wars Welt, die wir erforschen müssten. Passt ja auch. So, jetzt habe ich euch wirklich eine Folge lang komplett die Ohren abgekaut. Jetzt gehen wir bloß noch mal ganz kurz unten zur Terrasse der Königin. Zum Kronpalazzo, nennen wir es mal so.
gucken wir uns mal noch ganz kurz das Winter-Special an, was da jetzt so steht. Ich weiß, ich müsste mal gucken, wie lange das noch steht, aber ich glaube, es steht noch bis zum 6. Januar oder so. Es steht immer nicht sehr lang, aber auf jeden Fall sollte man das ausnutzen, solange es da ist. Oh, ich kann ja mal Rock gucken. Ah, schlimm. Ich möchte auch so lange wie es geht Devs 0-mal gestorben dastehen haben. Ist jetzt nicht so wie in Guild Wars 1, wo man dann halt diesen Überlebensbonus und sowas bekommt. Den Titel gibt es ja halt nicht mehr. Den gab es mal. Aber halt solange ich das jetzt kann, brauche ich das halt nicht mehr machen. Dann gehen wir mal hier drüben hin. Stellen wir uns mal hierher und ihr seht ja, das ist das Winterwunderland am Kronpavillon, heißt das glaube ich, genau. Und ich habe ja auch, wie schon gesagt, komplett mich schon vorbereitet auf das Let's Play. Ich habe 3 unendliche Werkzeuge geholt. Die müssen für mich keine speziellen Effekte haben, weil die speziellen Effekte hätten mich insgesamt 3000 Edelsteine gekostet. Das hier kostet nur 2400 Edelsteine und dann habe ich damals mein komplettes Geld dafür rausgeworfen. Ich habe nur noch 19 Gold. Und ja, im Endeffekt könnt ihr hier unten dann das kleine Tutorial dazu. Hä? Warum geht das nicht? Hier ist die. Okay. Ist okay. Ja. Ihr könnt hier Schneemänner bauen auf diesem magischen Schnee. Ihr könnt dann auch, wenn dann jemand ist, als Spieler hier den mit Schneebällen abschmeißen. Läuft hier unten einer rum? Nee. Warte. Ansonsten könnt ihr halt, muss ich mal gucken, hier zum Weihnachtsbaum gehen. Den könnt ihr sozusagen wie abernten und bekommt dann ein Geschenk. Das könnt ihr aufmachen. Ihr habt ihr Materialien zum Bauen. Es gibt aber auch Alkohol und Süßigkeiten, die ihr daraus bekommen könnt. Mein Tipp: Alkohol definitiv aufheben und erst, wenn das Event eine Woche, 2 Wochen, vielleicht sogar 1 Monat vorbei ist, verkaufen. Damit könnt ihr Geld machen. Das glaubt ihr gar nicht. Es gibt halt auch dann dabei noch hier ein paar spezielle Aktivitäten, wie zum Beispiel hier Schneeballkrawall. Nö, leck mich am Arsch, ich will nicht. Kannst mich mal. Teamt sich vielleicht auch nicht für eine adlige Dame, dann sage ich mal. Du kannst mich mal an meinem königlichen Hintern lecken. Festtagshändler, gucken wir mal, was die so haben hier. Ja, ihr könnt hier Geschenkpapier und sowas halt dann eintauschen. Vielleicht gibt es ja ein paar schöne Skins. Und ein Holzschwert-Skin. Und Zauberstab. Weiß der süß? Der hat doch irgendwas. Habe ich den Skin schon? Ne, den hole ich mir auf jeden Fall. Zuckerstangenhammer. Was? Orikalkum Holzfäller-Axt? Nee, will ich nicht. Bolzgewehr. Kurzbogen. Spielzeugstab, wie sieht der aus? Meh, der sieht nicht so schön aus. Den habe ich schon. Gibt's noch was anderes Cooles? Nö, bloß Wintertagsgeschenke. Na gut, okay, ich möchte jetzt hier das Video nicht noch länger werden lassen. Wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall, solange ihr noch die Möglichkeit habt, den Wintertag an. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt, wie immer, Geschenke zum Öffnen und auf jeden Fall auch wieder Erfolgspunkte. Den Meta-Erfolg gibt es dieses Mal nicht. Da es ja eigentlich schon vor Jahren schon mal gewesen ist. Wenn ihr guckt jetzt historisch, weiß nicht, ob der Wintertag da mit drin steht, aber den hatten wir letztes Jahr schon hier. Ein festlich froher Wintertag, ein festlich froher Wintertag. Und ich glaube, da müsste auch dann nochmal weiter unten drin stehen. Ne, hier unten geht's los. Ach, hier 2014. Oh Gott, das ist noch alt.
Also wie gesagt, da gibt es so viel Zeug, was es dann, was sich wiederholt und ja, brauche ich jetzt keinem erklären. Das wisst ihr alle, dass das sich von Jahr zu Jahr nicht mehr verändert hat. Und ja, ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle nochmal dann einen guten Start ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann morgen, wenn wir uns dann sozusagen an die erste Karte ranmachen zum Erkunden. Und bis dahin habe ich auch die Hauptstädte alle vollständig erkundet. Dann, bis dann, Leute. Ciao, ciao.